Wow. Wow. Dafuk. 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 So. Ich krieg hier erstmal ein Lachflash. Das ist natürlich sehr geil. Oh, Dafuk. So, hallo liebe Kinder, hallo liebe Leute von heute und alles mögliche Getöse und Kamböse. Ich bin wieder da. Let's play Dead Space 2. Ja, ich habe mich gerade erstmal bravouröserweise direkt vom Spiel selbst erschrecken lassen, weil das Spiel sich erstmal dachte, nee, Dead Space, dich lade ich erstmal nicht. Und dann hat es erstmal ein paar Minuten gedauert und plötzlich kam das Intro. Oh, deshalb Dafuk. Dafuk, Dafuk, Dafuk. So, ich bin wieder ausgestattet mit leckerem Tee. Diesmal aber nicht irgendein Otto-Normal-Tee. Wenn ich etwas Werbung machen darf, es ist Arizona. Gekauft aus Edeka. Nochmal Schleichwerbung. Ist doch scheißegal. Alles. Und ich muss sagen, das Zeug schmeckt echt lecker. Und da steckt mein Name drin. Arizona. Ari. Deshalb schmeckt es mir auch so gut. So, dann gehen wir jetzt direkt mal weiter. Und ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade war. Wie lange das wirklich her ist. Das ist ein paar Monate her. Und deshalb mache ich das jetzt auch mal. War was? Genau, hier. Hier glitscht was. Etwas, was nicht glitschen sollte. Was ist... Der Sound stört. So. Das letzte Mal haben wir uns versucht, hier umzubringen. Mit diesen paar Sachen, die wir übrig hatten. So, ich habe jetzt durch Weihnachten ein paar neue Sachen bekommen. Unter anderem auch eine neue Computermaus. Und ich bin gerade ehrlich gesagt noch etwas in der Übung. Mit der neuen Maus, mit der DPI-Einstellung und so weiter. Und ich werde jetzt auch... Haha. Für meine Let's Plays bestimmt ganz nützlich. Eine ganz neue Art... haben, die Sachen aufzunehmen. Dafuk, ich muss erstmal Ton regulieren. Nein, nicht lauter machen. So, okay, Energieknoten haben wir gerade leider keine mehr. So, und dieses Geglitsche stört gerade ein bisschen. So, wo müssen wir denn hin? Was war das nochmal für ein Knopf? Das war B. Aufgabe. Das C war Stase. Und das war Chinese. Und normalerweise sollte das funktionieren. Genau, super. So, gut, dann geht's jetzt erstmal direkt wieder weiter. Was heißt hier erstmal direkt? Es hat etwas gedauert und das kommt mir nicht schön vor. Ach du! Du bist am Glitschen! Ach, das sieht ja schön aus. Oder soll mit dir noch irgendwas passieren? Ich glaube, du glitscht hier einfach rum und solltest sie gar nicht sein. Ah, na toll. Hätte ich da eigentlich links lang gekonnt, oder? Nein. Aber jetzt hörst du auf zu glitschen. Egal. Ah. Ah, die Steuerung ist so. Das sieht nicht gut aus, das ist halb dunkel. Da kommt jetzt gleich bestimmt was und will mich umarmen. Ach, fickt euch doch. Das ist so ein... langer Gang. Ich hab's wieder. Wie ich es jedes Mal schaffe, aufs Neue und... Okay, hier ist gerade nichts. Außer, dass ich es jedes Mal schaffe, vor einem Event direkt mal kurz stehen zu bleiben. Alles klar. Wir sind wieder da und ich muss mich hier erstmal wieder einfinden. Und werde wahrscheinlich sowas von die Hosen vollkriegen, wenn hier gleich irgendein Vieh kommt. Interessanterweise zeigt uns das Teil auch wieder den Weg. Das heißt, haha, typische Manier, erstmal in die andere Richtung gehen. Tutentun. Was gar nicht mal so schlecht war anscheinend. Aber da ist nichts weiter, außer Munition für unsere Waffe, die wir gerade eh haben. Und ich habe etwas in den Kommentaren gelesen. Ich soll ja nicht so pussyhaft hier rumrennen. Ich soll ja hier mehr machen und so, ne? Nicht mehr so Angst und vorsichtig und so. Ja, ihr wollt wahrscheinlich, dass ich mich erschrecke beim Spielen, weil das Spiel hier immer noch blind ist, ne? Ja, nicht mit mir. Aber ich werde es trotzdem mal machen, dass ich in Zukunft etwas schneller vorangehe.
In Hoffnung, dass meine Gesundheit das trotzdem mitmacht. Strahlmunition. Das ist schön. Das ist super. Und während ich hier so munter weiterrede, kommt gleich bestimmt schon der erste Gegner. Wenn ich mir das hier nehme. Ja, das geht doch, genau. Ich erinnere mich auch gerade wieder, wo wir waren. Peng. Nein! Nein! Ach! Ah, geht doch. Okay. Mir wurde letztens auch ein Video gezeigt von einem anderen Let's Player, der sich relativ ähnlich anhört wie ich. Wie mich. Dich, mein dich. Und das ist German Let's Play oder German Let's Fail, je nachdem, wie man das halt gerade sehen will. Und da fehlt was und da fehlt was, aber die Tür ist offen. Okay, ja, ich mache ja schon weiter. Ja, und das hat mich selber überrascht, wie sehr sich German Let's Play oder Let's Fail und ich uns ähneln. Zumindest in der Sprache und Sprechweise. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Ich habe keine Ahnung, auf was Musik der steht oder wie seine politische oder philosophische Gesinnung ist. Oder... Ah ja. Verdammt. Kann ich nicht nochmal... Nein, schade. Okay, euch kennen wir. Euch kennen wir. Ihr habt das Privileg zum Sterben. Und ich treffe gerade kein Scheunentor. Okay. Gut, du bist tot. Und ich habe erst mein ganzes Magazin verschossen, ne? Wie viel... Oh, wir haben relativ wenig. Aber so wie ich mich kenne... werde ich wahrscheinlich nachher wieder mehr Munition verkaufen, als ich überhaupt verschießen kann, werde oder überhaupt tragen kann. So. Egal, das war der German Let's Fail. Auf jeden Fall, das weiß ich. Und wir sind mutig. Seht ihr, das Spiel ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen, wie alle denken und tun. Vor allem, hier hat man ja noch eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Hier kann man ja noch wild rumballern. Was ist da? Nichts ist da, oder? Ja, nix. Genau, das war Schlagen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das sieht Okay, ich habe gedacht, die Schrift pulsiert, aber... Nein, anscheinend... Not. Ich kenne das aus dem Demo-Gebiet. Wir sind ja immer noch im Demo-Gebiet. The fuck... Ich weiß, was jetzt kommt. Ah! Frame Drop! Ah, okay, so. Frame Drop. Mit Frame Drop kann ich nicht treffen. Au! Ja, gut, das reicht, das reicht. Das machst du schön. Nein, hör doch auf. Ich hab einen Epic Frame Drop. Wie ihr gerade seht, und das ist scheiße. Nein! Nein, nein, das... Habe ich dich getötet? Oh, wenn das mal nicht knapp war. Wir sind hässlich. Ja, kleine Babys, kleine Kinder. Ich hab Angst. Erstmal nachladen. Ah, das Geschrei. Wie so ein Tokyo-Hotel-Konzert. Und wieder alles einfach hochfliegt und rausfliegt und... Das war es doch noch nicht. Juhu! 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 Das ist irgendwie langweilig, wenn die alle nur von da kommen. Variation! Interessant. Die Peter hat gegen alles Mögliche etwas, aber... Okay, nee! Hier! Unterbrechung und so. Drecksack! Wenn Kuchen redet, hat Krümel Pause. So. Dass die Peter immer etwas dagegen hat, wenn Tieren irgendwas angetan wird, aber hier bei so kleinen Kindern, bei so Baby... Na, Zombie will ich jetzt nicht sagen. Aber bei so kleinen, kleinen Kindern sagt niemand etwas gegen, ne? Und sonst ist es ja meistens auch so, dass in so Horrorspielen Kinder meistens so als Horrorsymbol... Figuren verwendet werden, aber nicht, dass man die umschießen kann oder soll oder was weiß ich was.
Da. Hier ist nichts mehr langweilig. La la la. Terminal. Ach so, das hier. Wir waren ja in der Kirche. Kirche. Lecker Kirche. So, wir kamen von da. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hoch. Ja. Und aus dem Demogebiet weiß ich noch, dass das noch nicht das Ende vom Schützenfest war. Danke dafür. Oh, da. Da kommt noch was von hinten. Wo bist du? Oder? Ah, da hinten ist er. Gut, dann. Fatz! Wie du lebst noch. Und ich schieß die ganze Zeit durch die Beine. So, das war's mit euch. Die Physik ist sehr interessant. Wow. Oh, shit. Oh, fuck. Jeder, der das Spiel kennt, musste wahrscheinlich schon denken, ha, da fehlt doch noch etwas, ne? Ja, da hat noch was gefehlt. Oh, shit. Oh, fuck. Okay, wir haben nicht mehr so viel Munition dafür. Das heißt, wir werden mal wieder auf unsere Alltagswaffe umstellen. Ja, und... was ist da? Oh! Hallo, Dri! Bist du schon tot? Alles klar. Ja, ja, ja. Jetzt haben die schon eine eigene Sprache? Nö, sei nicht so ängstlich, Ari. Ja, wenn ich nichts sehe, ist das irgendwie auch doof. Hier. Na, dann pull... Oh! Ich wollte sagen, dann pull ich die erstmal. Ja, das hat ja gut geklappt mit dem Pullen. Kann ja sein, dass hier immer noch etwas rausschießt. Was nicht so cool wäre. So. Und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Egal. Ich werde das jetzt sowieso anders machen. Ich werde jetzt, mehr am Stück aufnehmen. Weil dann habe ich das so alles schon mal in einer, meistens einer großen Datei oder ein paar größere. Was bist du für ein Zeitgenosse? Bist du tot? Ja. Er ist tot. Give me that. Ripper Kling. Ja. Das sieht nicht nett aus. Ich mag das gerade nicht, dass das gerade so am Rumlecken ist. Blut, ganz viel Blut, egal. Ah, ja, hier hat, glaube ich, das Demo-Gebiet geendet. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was passieren wird. Hallo, Dri. Hallo, Sie. Hallal. Alles nur ein böser Traum. Aber die ganzen Lichter sind jetzt an. Who the fuck macht das? Papiere dürfen wir nicht lesen. Isaac kann gar nicht lesen. Nur das, was direkt vor so großen Teilen gedönser steht. Aufzug time. Und hoffentlich glitschen wir nicht schon wieder. Warum habe ich so einen Frame Drop? Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. Dana, sind Sie noch bei mir? Nein! Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Arizona. Glitchy. Wow, nicht glitchy machen. Blöde Sau. Ich hab noch gar nicht fertig getrunken. Manu. Das sieht interessant aus. Der Marker. Ach ja, es gab ja so Markerketten und so. Will haben. Nein. Großes Sichtfeld. Da passiert doch jetzt nicht etwa etwas.
Oh nein, wir kriegen irgendwas für lau. Wir kriegen meiner Meinung nach zu viel für lau. Viel zu viel. Sogar ein Energieknoten. Okay. Detonatorgewehr. Was auch immer das der Detonator ist. Ich denke, wir werden das beim nächsten Mal sowieso herausfinden. Bestätigen. So.